Hallo ihr hübschen Menschen da draußen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video. Es gibt wieder einen Food Haul, viel Spaß euch! Aber zuvor, bevor wir einkaufen gingen, mussten wir in die Apotheke, denn mein Schatz hat es erwischt. Da haben wir einmal McMedi-Nite geholt. Dann diese Schmerztabletten. Nicht zu empfehlen. Also vom Geschmack her, also die Wirkung wissen wir nicht. Die Apothekerin hat es mir empfohlen, weil ich sie andere ohne, also zuckerfreie nicht hatte. Andere Löschtabletten und die sehen so aus. Ola mir. Wir hatten die noch nie, das sind so kleine, wie man sie fühlen kann. Aber die Anni hat eine probiert, schmeckt ekelhaft, gell? Mhm. Und ja, naja. Schauen wir mal, was mit dem passiert. Vielleicht, wenn es mich mal erwischt hat, dann hab ich die mal. Dann kann ich euch empfehlen, die 3-Phasen-Kapseln mit Melatonin. Ich weiß nicht, ob ich die euch schon mal in die Kamera gehalten habe. Die nehme ich zur Zeit und auch schon länger von Oyono. Die sind super fürs Einschlafen. Also mir helfen es. Es gibt ja verschiedene Mittel mit Melatonin drin, auch Spray und so. Vielleicht habt ihr auch. Aber diese, ich zeige sie euch kurz nochmal. Sie haben eben 3 Phasen. Ich hoffe, man erkennt es. Unterstützt das Einschlafen und trägt bei zu einem ruhigen Schlaf und soll auch das Durchschlafen gewährleisten. Und ich finde die super. Ich muss die aber ungefähr 2 Stunden am besten vorm Schlafengehen nehmen, dann wirken sie super bei mir. Aber das ist immer ein bisschen individuell, ja. So. Und auch Neurexan, das habe ich euch letztens auch schon gezeigt bei meinem Amazon-Haul. Verlinke ich euch gerne nochmal unten, könnt ihr nochmal vorbeischauen, wenn ihr den verpasst haben solltet. Norexan-Tabletten sind sehr gut bei mir, zumindest helfen die sehr, sehr gut. Über den Tag verteilt immer mal, wenn ich in der Anspannung zu sehr drin bin, Angstzustände spüre, nehme ich ein paar von den Tabletten über den Tag verteilt und auch vom Schlafengehen helfen die super. Ja, kann ich euch empfehlen, einfach mal auszutesten, das ja bei einem hilft es, bei dem anderen, der muss was anderes probieren. Ja, und dann haben wir noch einen Honig gekauft. Diesen klaren hier, also den flüssigen bei unserem Imker im Ort. Wie viel hat er jetzt gekostet? Das weiß ich nicht. 7, 8 Euro ungefähr. So, ihr Lieben, dann machen wir aber wirklich mal weiter mit einem Food Haul. Da haben wir, machen wir erstmal beim Edeka, waren wir wieder mit dieser Lombi Cola hier. Die haben wir euch letztens schon mal gezeigt. Haben wir 4 Stück. Die gibt es in Zero und mit normalem Zucker. Wir haben es jetzt in der Classic mit Zuckervariante genommen. Schmeckt sehr, sehr lecker. Sehr, sehr leicht irgendwie als die Coca-Cola. Die klassische mögen wir sehr gerne momentan. Vom Lombardi, also Pietro Lombardi. Dann haben wir 2-mal diese Hustenbonbons mitgenommen. Mein Schatz hat sich schon genommen ein paar. Mit Honig gefüllt. Die kann ich euch auch sehr empfehlen. Die hatten wir schon ein paar Mal. Die sind sehr, sehr lecker, aber mit Zucker halt, ja, aber wir vertragen Süßstoff und Zuckerausstoffe, haben wir für uns einfach gestrichen, weitestgehend. Dann diese Kräuterbonbons, dann die K-Erbsen beim Edeka noch mitgekommen sind, außerdem Brokkoli gefrorene, sowie von Somat mussten wir einfach für unsere Spülmaschine wieder diese Reinigungstabs mitnehmen. Mache ich einfach, wenn ich dran denke, immer mal eins rein. Dann einmal diesen Chervet-Füttenkäse haben wir mitgenommen. Mein Schatz möchte den mit 0,7% Fett. Außerdem seit langem endlich mal wieder unser Ketchup, unser Lieblings-Bio-Kinder-Ketchup, denn der ist mit Agavendicksaft nur gesüßt. Das ist zwar schweineteuer, aber... Dann eine 0,2% Frischkäse und Wattestäbchen von Elkos kamen mit, weil wir da eben am Edeka waren, habe ich dran gedacht. So süß die Verpackung. Ah, seht ihr die richtig? So niedlich. Und ich habe mir noch Gitterchips von der Edeka Eigenmarke mitgenommen mit Sour Cream und Onion. Ein Deo durfte auch mit beim Edeka, von Garnier nehme ich zurzeit. Und von Seitenbacher haben wir mal dieses Sesamöl mitgenommen, dieses helle. Ich hatte nämlich bisher immer dunkles, weil dunkles auch oftmals günstiger ein bisschen ist.
Aber ich habe da mich nochmal informiert, wenn ihr irgendwas Asiatisches also machen wollt und eben in der Pfanne oder im Wok auch hohe Temperatur erzeugen möchtet, dann ist dieses Weiße einfach viel besser geeignet, dieses Weiße statt des dunklen Sesamöl. Und ich kann euch dann auch noch den Betrag sagen, den wir beim Edeka ausgegeben haben, 45,03 €. Aber nicht für die Sachen, ich euch nur gezeigt habe. Ich habe auch noch andere Produkte, ein paar mitgenommen. Und da kommt demnächst eben ein Food-Test-Neuheiten-Video wieder. Oder ihr habt schon gesehen, eventuell setze ich es auch vorher online. Dann guckt gerne unten in die Infobox, da verlinke ich euch das Food-Test-Neuheiten-Video auf jeden Fall noch mal, ihr Lieben, für den Monat Mai. Ach so, die Bio-Zitrone hätte ich euch fast unterschlagen, ja. Braucht man eine Freundin fürs Kochen und deswegen Bio. Mensch, ich habe mir ja beim Bäcker, beim Edeka, oh, da freue ich mich gleich noch was mitgenommen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt, aber ich zeig's euch. Ich weiß nicht, ob ich sowas schon mal hatte. Irgendwie so eine Rolle, gefüllte Rolle. Ich hatte so Lust auf Kuchen und dann habe ich mir gedacht, jetzt gönnst dir mal wieder sowas. So, ihr Lieben, dann mache ich mal mit dem Lidl-Einkauf weiter. Da haben wir einen frischen Brief gekauft. Dann für mich so Partygarnelen. Da gibt es nämlich eine Suppe und da mache ich mir die rein und mein Schatz macht sich Putenstreifen rein. Ja, ich kann euch eigentlich jetzt, weil meine Freundin nicht dabei ist bei dem Food Haul, nicht sagen, was es in der nächsten Zeit zum Essen geben wird. Sie hat sich einige Rezepte, ich glaube 5 Rezepte, rausgesucht. Aber demnächst, hoffentlich, kann ich euch wieder unseren Speiseplan sagen. Dann einmal ein Grattakäse, also so ein Räubeküse. Dann zweimal getrocknete Kräuter, Dill und Oregano. Eine Packung Dinkelpenne. Dann haben wir noch zweimal einen Tee mitgenommen, Ingwer und Fenchelanis Kümmel. Dann haben wir eine Paprika mitgenommen. Die Malteser gab es tatsächlich vergünstigt. Ich weiß noch nicht warum. Ich habe geschaut, ob irgendwie vom Ablaufdatum, ich habe nichts gesehen auf die Schnelle, von 1,99 auf 1,39 nur. Ja, habe ich die mal mitgenommen. Ich weiß, meine Sis schmecken die so gut, also mir auch, aber. Ja. Sind die halt auch mal da. Dann achso, noch einmal ein Tee. Fenchel, Anis, Kümmel, zweimal, also okay. Ah ja, ein Spinat. Kicker. Zweimal diesen klassischen Küchenessig eben. So. Fürs Entkalken nehmen wir den her. Für die Küche halt einfach, aber zum Kochen nicht. Gefriergetrocknete Petersilie nochmal. Dann zweimal einen Thunfisch. Im Eigensaft. Mein Schatz hat für den Urlaub schon so ein Tischtennis, wollte ich jetzt schon sagen, so ein Federballspiel gekauft noch. Beim Lidl auch. Hat es wohl gegeben. Ich schau mal, wie viel haben das gekostet. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel das gekostet hat auch beim Lidl. Aber so. Dann einmal Taschentücherpackung. Nochmal TK-Gemüse, aber Blumenkohl diesmal. Dann haben wir beim Lidl noch einen Tofu mitgenommen. Natur. Dann einmal einen Packen haben wir Walnusskerne mitgenommen. Und auch Haselnusskerne mal wieder. Natürlich habe ich auch meine Pflanzenmilch von Vemondo, diese Hafermilch, wieder mitgenommen beim Lidl. Dann durfte auch noch ein bisschen Banane durfte noch mit. Außerdem Speisekartoffeln festkochend. Eine große Tafel Milka-Schokolade mit Nussini. Die verschenke ich aber. Einmal eine Packung Gnocchi haben wir mitgenommen, diese kleinen. Ach, da haben wir nochmal eine Packung Nüsse, also Pistazien. Geröstet und gesalzen. Gibt ja auch ungesalzene beim Lidl. Eine Packung Möhren. Leider hat mein Schatz in Plastik genommen. Aber nun gut. Zwiebeln, rote, weil die günstiger waren als die anderen. Einmal einen Kabeljau, der schaut sehr lecker aus. Einen Fisch.
Und zwei Riesenknollen Ingwer. Und ich sage euch jetzt schon, ich weiß, dass das meiste davon vertrocknen wird. Aber gut. Ja, Lieben, das war's mit dem Lidl-Einkauf. Ich sage euch noch schnell, was wir gezahlt haben. 68,75. Dann zeige ich euch nur noch, was wir beim Metzger kurz gekauft haben. Eine Doggy Bag haben wir wieder mitbekommen. Das wird mir schon alles runter. Dann ein Fleisch, ein Putenfleisch. Und einen Saftschinken habe ich mir mal gegönnt, ein paar Scheiben. Ach so, rum sieht man es vielleicht gut. Der obere. Und für meine Freundin einen Putenschinken, glaube ich, war das, ja. Und eine Probe habe ich mir an der Kasse im Bioladen mitgenommen von einem Lupinenkaffee. Instant Lupinenkaffee. Voll spannend. Also wenn der schmeckt, dann hole ich mir da einfach mal was Größeres. Es war einfach eine Probe, ne? Gespannt. Habt ihr schon mal einen Lupinenkaffee getrunken? Und ich kann auch noch den Preis im Bioladen sagen. 13,43 Euro haben wir ausgegeben für das Fleisch und die Wurst. Vielen Dank euch fürs Zuschauen, ihr Lieben. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, falls es gefallen haben sollte, das Video wieder. Und wir sehen uns dann auch schon ganz bald wieder. Ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder einschaltet. Alles Liebe. Ciao.